Ich befinde mich offensichtlich gerade in einer der teureren Einkaufsgegenden hier in Japan und das ist die perfekte Analogie. Denn wer sich aktuell mit den Indizes beschäftigt, den DAX beispielsweise liebhaben möchte oder den Dow Jones, der befindet sich auch in einer relativ teuren Einkaufsecke. Ganz anders beim Gold, denn das ist nach unten gecrasht. Wir haben es gestern schon mal miterlebt in der ersten Bewegung, in der ersten hektischen Bewegung. Bis zu 3,5%, fast nicht ganz, 3,3% ist der Goldpreis London-Notierung eingebrochen. Dann ging es ein bisschen wieder nach oben, aber heute zeigte sich dann, nein, es soll nicht so sein. Es geht weiter, offensichtlich hier weiter auf der Abwärtsschiene und das sogar relativ dynamisch, wobei das Ganze jetzt ein bisschen austrocknet. Für diejenigen, die sich ein bisschen mit der Wellentheorie auseinandergesetzt haben, vielleicht sind wir mit dem Fünfweller fast fertig und wir sind jetzt quasi am Ende der fünften Welle und damit die erste gesamte Bewegung vielleicht abgeschlossen. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, wackeln wir jetzt ein bisschen nach oben. Wenn dem so sein sollte, dann wäre sogar noch deutlich mehr Potenzial hier auf der Abwärtsseite zu erwarten. Dann müssten wir, könnten wir, dürfen wir damit rechnen, dass beim Goldpreis nochmal so eine ähnliche Schubgröße, wie wir jetzt hatten. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent jetzt aktuell sind von dem Hoch, was wir jetzt jüngst hatten. Aber ich sage mal ca. 4%, sowas in der Richtung, in dieser Größenordnung, kann ich mir dann abermals vorstellen. Insbesondere heute sieht es danach aus, als ob wir mit Bewegung rechnen müssen, denn wir haben auf jeden Fall etwas, was heute den Markt bewegen kann, und zwar gleich zwei Ereignisse. Das eine ist 14.30 Uhr, die US-Arbeitsmarktdaten, die Non-Farm-Payrolls, die sind immer wieder bekannt dafür, dass der Markt anschließend sehr, sehr heftig reagiert. Ob nach oben oder nach unten, das kann man natürlich nur mutmaßen. Allerdings, nachdem gestern die ADP-Daten, die ähnlich im Prinzip die Non-Farm-Payrolls schon enthalten, allerdings von einer anderen Stelle vermeldet, nicht von offizieller Seite, sondern privatwirtschaftlich. Die Werte sind dort ein klein bisschen anders gewesen, aber deutlich besser als erwartet. Und so ähnlich könnte das heute Nachmittag um 14.30 Uhr ebenfalls aussehen und dann den Markt nochmal beflügeln und umgekehrt möglicherweise nochmal Druck ausüben auf der Goldseite. Allerdings, das ist nur eine Mutmaßung bisher, denn ich weiß ja nicht, wie die Daten ausfallen werden. Da werden wir uns wohl noch ein bisschen gedulden müssen. Mein Tipp, eigentlich nicht vorher handeln. Ich weiß, viele mögen das und sagen, ja, ich würde es doch gerne vorher schon machen. Ja klar, ich würde auch gerne vorher wissen, was als nächstes passiert. Aber da wir das in der Regel nicht wissen, sollten wir als Händler nicht irgendwas vorwegnehmen, sondern sollten wir als Händler versuchen, dann bereit zu stehen, wenn die Bewegung entsteht. Und dann zu sagen, okay, ja, Leute, ich bin da, ich mache dann mal tapfer mit und spiele dann da einfach meine Rolle als Shorty oder Long, je nachdem, in welche Richtung der Markt dann eben entsprechend läuft. Also, das ist eine Uhrzeit 14.30 Uhr, eine andere ist 18.30 Uhr. Da wird nämlich heute Abend dann der Fed-Chef Powell nochmal zu Wort kommen. Und wir wissen, dass das natürlich ebenfalls durchaus dafür geeignet ist, den Markt nochmal massiv zu bewegen. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall im Auge behalten, was um diese Uhrzeit passiert. 18.30 Uhr, also nochmal ein Hingucker. Und dann ist die Überlegung echt, ob es dann nicht vielleicht Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende gibt. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir sind so stark gestiegen. Ja, nicht nur jetzt die letzten Stunden, sondern die letzten Tage alle. Und ich weiß nicht, ob viele bereit sind, jetzt im Moment übers Wochenende das Risiko zu tragen. Das hängt vielleicht auch mit den Aussagen zusammen, die wir heute Nachmittag und Abend dann hören von den Zahlen aus der Arbeitswelt aus Amerika, 14.30 bzw. 18.30 dann Fed-Chef Powell. Aber lassen wir uns da mal überraschen. Ansonsten gibt es noch irgendwas zu erzählen, was ich vergessen habe. Vielleicht interessant, noch mal hinzugucken. Ich habe es gestern schon angesprochen. Schön, eigentlich fünffällig sieht es aus beim Euro auf dem Weg nach oben. Möglicherweise ist es genau das, was wir doch am liebsten haben, nämlich eine Schubbewegung. Die hätten wir vielleicht schon gerne gehandelt. Jetzt geht es gerade wackelig, zumindest sieht es so aus. Ansatzweise dreiwillig nach unten. Noch kann man das nicht sagen, wir sind vielleicht noch nicht fertig. Denken Sie dran, wie unsere Trigger-Überlegungen immer sind und gucken Sie mal, ob Sie da nicht vielleicht die Long-Seite nochmal für den Einstieg finden können. In diesem Sinne verabschiede ich mich von dieser Seite der Welt. Dann zeige ich Ihnen auch nochmal die andere Seite meiner Welt, was ich jetzt hier gerade sehe. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich ins Wochenende. Vielleicht sehen wir uns nochmal im Markt, ansonsten dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin alles Gute.